High Enduro End, dein Anbieter für professionelle Enduro-Trainings. Ob Anfänger, Fortgeschritten oder Reise-Enduro, wir gehen individuell auf deine Bedürfnisse ein. Enduro-Trainings, Touren und Events. Das gibt es alles nur auf highenduroend.de. Hallo und herzlich willkommen hier bei High Enduro End. Mein Name ist Leon Busse. Wir beschäftigen uns heute mit Teil 2 der Reise-Enduro-Grundtechnik, nämlich dem stehenden Fahren. Wir haben uns das letzte Mal mit der Grundposition im Sitzen beschäftigt. Wenn euch das interessiert, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Widmen wir uns jetzt aber dem stehenden Fahren. Und wir fangen auch wieder Step by Step mit den Füßen auf der Fußraste an. Wichtig dabei ist wieder die Position der Füße auf unseren Fußrasten. Und da ist es auch wieder wichtig, wie beim sitzenden Fahren, dass ich im vorderen Drittel bis Maximum der Hälfte meinen Fuß auf der Fußraste positioniere. Das heißt, wenn ich jetzt bremsen möchte, kann es gut sein, ich muss den Fuß ein Stück nach vorne versetzen. Ist aber völlig okay, kann ich mir auch so angewöhnen. Wenn ich mich einfach viel auf dem Bike bewege, sollte ich nicht irgendwie dauernd an den Schalthebel kommen und aus Versehen die Hinterradbremse drücken oder einen Gang nach unten schalten. Je nachdem, wie ich meine Füße auf der Fußraste positioniere, strecke ich die weiter nach außen, habe ich es wesentlich schwieriger, die Knie zusammenzubringen. Stehe ich so ein bisschen nach innen, klemme ich schon automatisch das Motorrad ein bisschen fest. Das heißt, das ist oftmals so der Punkt, wenn man irgendwie mit den Fersen auf der Fußraste draufsteht und die Füße so nach außen hat und sich dann wundert, dass es nicht klappt beim Klemmen. Es funktioniert anatomisch einfach schon nicht so ganz. Wenn wir einfach ein bisschen zum Motorrad stehen, haben wir es bei dem Punkt schon sehr, sehr viel leichter. Was wir oft bei unseren Enduro-Trainings sehen, bei den Reise-Enduro-Fahrern, ist, dass die Knie oftmals viel zu weit vorne positioniert werden. Hier hat man eine super Mulde, die ist natürlich super, um im Sitzen da die Knie reinzusetzen und auch das Motorrad dort zu klemmen. Allerdings ist diese Mulde hier nicht dazu da, mit den Knien sich im stehenden Fahren festzuhalten. Das heißt, wichtig, ich sollte mich über der Fußraste mit den Knien am Motorrad festheben und das Motorrad hier führen. Das heißt, ich stehe da, wie man auch normal dasteht, wenn man irgendwie jetzt 8 Stunden stehen müsste. Man ist nicht so halb gebeugt. Das würde man nach einer Stunde ganz schön in den Oberschenkeln merken. Wichtig, die Knie sollten nicht komplett gestreckt sein. Einfach so ganz entspannt, wie wenn man normal dastehen würde. Und einfach den Grund, wenn ich mal irgendeinen Schlag auf die Fußrasten bekomme, ich springe mal irgendwo doch mal unabsichtlich oder absichtlich oder habe irgendwo einen Schlag, den ich aufs Vorderrad bekomme, sollte ich einfach mit den Knien einfedern können und da ein bisschen die Dämpfung aufnehmen. Und das kann ich eben nicht, wenn ich die Knie komplett durchstrecke. Das heißt, Knie wirklich hier hinten positionieren und dann haben wir wirklich schon 80% der Fahrtechnik im Stehen richtig gemacht. Der Rest ergibt sich ziemlich, aber wenn ich mit den Knien zu weit vorne von der Position bin, kann der Rest dann oftmals nicht wirklich stimmen. Die Hüfte lasse ich auch relativ weit hinten. Mache einen geraden Rücken und bin dann logischerweise mit den Händen am Lenker dran. Bei den Armen kann ich ungefähr schauen, dass wir hier im 90-Grad-Winkel vom Lenker das Ganze weggeht. Und auch die Ellenbogen, hier gleiches Thema wie bei den Knien, nicht komplett durchstrecken. Wenn wir vorne mal einen Schlag aufs Vorderrad bekommen, geht das sonst direkt in die Schulter weiter. Ansonsten, wenn das Vorderrad mal irgendwo runter geht und wir haben hier keinen Spielraum, ein bisschen nach vorne zu gehen, zieht es unseren ganzen Körper nach vorne. Das wollen wir natürlich auch nicht haben. Das sind jetzt mal so die wichtigsten Punkte, die es zu beachten gibt, wenn ich im Stehen auf einer Reise-Enduro im Gelände unterwegs sein will. Das heißt, wir haben nochmal zusammengefasst die Position auf den Fußrasten mit den Stiefeln. Achtet darauf, dass ihr ein bisschen nach innen steht. Macht einfach das Leben wesentlich leichter. Die Position eurer Knie am Motorrad selber, etwa über der Fußraste. Da eben wichtig achten, die Knie weit hinten haben. Hände am Lenker und Ellenbogen wieder oben im ca. 90-Grad-Winkel vom Motorrad. Wenn ihr schon Teil 1 der Fahrtechnik gesehen habt, das heißt das sitzende Fahren, dann habt ihr schon mitbekommen, dass wir das gleiche Problem, was wir natürlich beim Beschleunigen und Bremsen im Sitzen haben, vermutlich auch im Stehen haben. Nämlich folgendes, dass wenn wir beschleunigen,
natürlich unser ganzes Körpergewicht nach hinten geht, beim Bremsen nach vorne. Wir merken das natürlich schon im sitzenden Fahren, wenn wir Gas geben, wenn wir bremsen, dass da das Gewicht vom ganzen Oberkörper im Prinzip mitspielt. Wenn wir natürlich hier auf dem Motorrad stehen, spielt da unser komplettes Körpergewicht rein. Klar, wir können hier ein bisschen unser Motorrad klemmen, aber wir können nicht in die Achse vom Motorrad uns komplett dort festhalten. Das heißt, wir müssen wirklich unser komplettes Körpergewicht von den Füßen ab halten, wenn wir beschleunigen und uns am Lenker festhalten müssen. Um dem eben auch wieder entgegenzuwirken, bewege ich mich beim Beschleunigen nach vorne, beim Bremsen genau umgekehrt, nach hinten. Die Knie lasse ich dabei relativ an einem Ort. Zum Bremsen knicke ich natürlich die Hüfte nach hinten ab, mache die Arme etwas länger, allerdings strecke ich die nicht ganz durch. Auch wieder gleiches Thema, wenn ich vorne in irgendein Loch fahre, wenn ich einen Schlag auf den Lenker bekomme, ich sollte immer noch am Motorrad arbeiten können. Beim Beschleunigen könnt ihr das mal im Trockenen üben. Die Bewegung ist allerdings sehr ungewohnt und für die, die es vielleicht noch nie gemacht haben, fühlt es sich vielleicht ein bisschen falsch an. Das ist auch immer so die Reaktion bei den Enduro-Trainings. Was, so weit nach vorne? Ja, so weit nach vorne. Wenn wir die Beschleunigungsenergie haben, stehen wir wieder in Balance auf dem Motorrad. Das heißt aber, wir bewegen uns nicht nur mit dem Oberkörper nach unten. Da passiert im Prinzip physikalisch nicht wirklich viel. Wir lassen die Knie relativ hier, bewegen die vielleicht maximum 5 cm nach vorne und bewegen uns dann mit der Hüfte und dem kompletten Oberkörper Richtung Frontfender des Motorrads. Und dann entsteht eine gerade Achse und so kann ich dann gut die Beschleunigungsenergie abfangen, sodass ich wieder in Balance unterwegs bin. Super Selbstkontrolle, um zu schauen, bin ich wirklich in Balance, ist auch die gleiche Übung, die ich euch schon gezeigt habe beim sitzenden Fahren. Das heißt, wir nehmen die linke Hand leicht vom Lenker weg. Das kann man am Anfang mal so einfach das bisschen locker lassen, sich darauf konzentrieren, habe ich wirklich keinen Zug mehr am Lenker. Und wenn das dann natürlich Schritt für Schritt immer besser geht, kann ich den Arm irgendwann mal ganz wegnehmen. Aber tastet da einfach ran, wie ihr euch sicher fühlt. Und dann könnt ihr mal die Übung Beschleunigen und Bremsen durchführen und eine Hand vom Lenker nehmen. Und ihr werdet merken, wenn ihr wirklich in Balance seid, wird es funktionieren. Eine Sache, die es noch zu beachten gibt, das Gas ist sehr direkt. Euer Körper braucht einen kleinen Moment. Das heißt, ihr braucht so eine vielleicht halbe Sekunde, Sekunde, bis ihr in dieser Position nach vorne seid. Das heißt, erst die Bewegung, dann folgt das Gas. Das gleiche beim Bremsen auch, nach hinten gehen und dann bremsen. Wenn wir das gleichzeitig machen, zum Beispiel beim Beschleunigen, dann haben wir oft so einen kurzen Ruckmoment, bis wir da wirklich vorne sind. Und wenn wir das wirklich flüssig machen, können wir den Wechsel zwischen Beschleunigen und Bremsen in einem Zug machen, ohne uns wirklich am Lenker festhalten zu müssen. Und so können wir es natürlich schaffen, 8 Stunden auf dem Motorrad zu stehen, längere Offroad-Etappen zu fahren, dass uns die Arme nicht so schnell verkrampfen und wir weiterhin gute Kontrolle über unser Motorrad haben. Wenn ihr das Ganze unter professioneller Anleitung lernen möchtet, besucht uns gerne hier im Ultraterrain in Geisingen. Wir sind zwischen Singen und Stuttgart an der A81, das heißt, das ist so Süddeutschland, Bodenseeregion. Hier veranstalten wir regelmäßig fast jedes Wochenende Enduro-Lehrgänge für Reise-Enduros und Sport-Enduros vom Anfänger bis zum fortgeschrittenen Fahrer. Schaut gerne bei uns auf der Website vorbei. Der Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr konntet einiges daraus mitnehmen und man sieht sich entweder mal beim Training oder beim nächsten Video. Ciao.